Hey und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Fortnite-Video von mir. Und zwar schauen wir uns heute wieder den Gegenstandshop an, ab 2 Uhr für den 1.6. Wir haben jetzt endlich Juni und wir schauen uns jetzt den Gegenstandshop an, was wir am 1. Juni bekommen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir einen legendären Skin bekommen werden oder einen epischen. An die Leute, die sich beim letzten Video kommentiert haben, dass der Schere Stein Papier Emote 500 V-Bucks kostet statt 200 wie sonst immer. Das wurde ja wieder gefixt, ich weiß nicht warum, da gab es einige Komplikationen mit dem Shop auch allgemein mit dem Update, wurden aber alle behoben. Ihr könnt jetzt auch alle Updates wieder machen und wir gucken uns direkt mal den neuen Shop an und gucken, was wir neu haben. Und wir haben endlich was Neues, komplett neu. Den habe ich ja euch schon gezeigt, ich habe euch beide schon geleakt. Wir haben komplett neue Outfits, Sprungwurf Outfits einmal selten und dreifach Bedrohung. Den finde ich übelst nice, also wirklich übelst nice. Und für 1200 V-Bucks gar nicht mal so schlecht. Der sieht auch richtig fresh aus, richtig nice. Hier, dann haben wir ein Erntewerkzeug, Slam Dunk, ist jetzt nicht so mein Favorit, aber Korbzeit, der entfaltet sich unnormal nice, mit den Ghetto Blastern links, rechts, ist auf jeden Fall eine richtig nice Sache, kann man machen. So, dann haben wir Disco Fieber, ist jetzt nichts Neues, das kennen die meisten. Waffenexperte haben wir dann auch noch, 1200 V-Bucks. Leute, ich bin ehrlich, statt für den 1200 V-Bucks würde ich auf jeden Fall für einen von den beiden 1200 V-Bucks ausgeben. Süßkram haben wir dann auch nochmal, 800 V-Bucks, auch ein Hängegleiter. Ja, komplett in Rot, kann man machen. So, Blendend hatten wir auch schon mal, finde ich jetzt nicht so nice. Imperiumshacke, auch geil. Habe ich ein paar Mal gesehen, hat mich jetzt aber nicht so überzeugt. Wie gesagt, dann haben wir einmal Klack, übelst geil. Also, ich hatte mal so einen Kollegen, der hat das mal gemacht, seitdem muss ich das einfach feiern. Finde ich auf jeden Fall auch cool. So, aber hier Sprungwurf und Dreifachbedrohung. Das sind die neuen Skins, checkt sie auf jeden Fall ab. Komplett neu im Shop, deswegen checkt sie wie gesagt ab, wenn ihr die kaufen möchtet. Unten in der Videobeschreibung könnt ihr günstige PSN-Karten kaufen für V-Bucks. Damit würdet ihr mich aber noch auf jeden Fall nochmal unterstützen. Und ansonsten war es von dem Video. Wenn es dir gefallen hat, lasst eure Pulswertung da. Abonnieren nicht vergessen, um weiter zu passen. Und natürlich das aktuelle Gewinnspiel nicht verpassen. Was ihr dafür tun müsst, ganz einfach einmal ein Like da lassen, kommentieren, Abonnent von diesem Kanal sein und natürlich die Glocke aktivieren, um auf dem neuesten Stand zu bleiben, falls man die Abo-Box spielen sollte. Was ihr gewinnen könnt, zweimal 10 Euro und einmal eine 20 Euro PaySafe-Karte. Damit könnt ihr euch V-Bucks kaufen, wie ihr wollt. Das war's von dem Video. Sage ich ciao und tschüss und bis zum nächsten Mal.